Willkommen zu einem neuen Video von mir. Diesmal wieder ein Thementalk. Wer hätte das gedacht? Und zwar geht es heute um ein Thema, was ja eigentlich für viele ein Tabuthema ist. Ein Tabuthema. Geht ja schon wieder gut los heute. Und zwar geht es um ein Thema, was für viele ein Tabuthema ist. Und zwar Körperbehaarung. Yay! Ja, wie bereits erwähnt, ein Tabuthema für viele. Aber ihr wisst ja, für mich gibt es keine Tabuthemen und ich bin mir ja für nichts zu schade. Das klingt jetzt wiederum auch echt ganz schön bescheuert. Auf jeden Fall habe ich kein Problem, über solche Themen zu sprechen. Ja, zum Thema Körperbehaarung fällt einem ja der aktuelle Trend ein. Das ist ja im Moment die Kahlrasur unterhalb der Augenbraue, also alles ist weg. Bei manchen Frauen ist es auch im Moment die Augenbraue, aber Mädels, komm. Nee. Ja, und dass das im Moment in Deutschland wirklich Trend ist, hat eine aktuelle Studie ergeben. Demnach rasieren sich 75% der Männer und 97% der Frauen die Achseln und 50% der Männer und 67% der Frauen komplett den Intimbereich. Und wenn man ehrlich ist, wenn man über Körperbehaarung spricht, ist es ja das, was die Menschen am meisten interessiert. Ist man da unten rasiert? Ist da alles weg? Hat man da ein Herz? Ist da was anderes? Keine Ahnung. Also ich, ne? Ich rasiere mir ja alles weg, ne? Also ich verbringe ja jeden Tag mindestens eine halbe Stunde im Bad und rasiere mich komplett von den Augenbrauen runter alles weg. Weil ich finde, Menschen, die Haare tragen, sind total unhygienisch und das ist voll widerlich. Die stinken mir und... Aber ist es denn eigentlich so? Ist es wirklich so, dass Menschen, die nicht so auf Kahlrasur stehen, unhygienischer sind und mehr schwitzen als Menschen, die sich rasieren? Ich habe mich da mal schlau gemacht und das stimmt so nämlich nicht. Denn die Schweißmenge ist nicht davon abhängig, ob man mehr Haare oder weniger Haare zum Beispiel unter den Armen hat. Man sollte nur darauf achten, wenn man dort Haare hat, dass man sich einfach ein bisschen intensiver wäscht, weil die Bakterien sich an den Haaren festsetzen. Das heißt, man könnte dann tatsächlich doch schneller riechen, aber man schwitzt nicht mehr. Da Frauen eine viel geringere Schweißproduktion haben als Männer und sich viel häufiger rasieren, zum Beispiel unter den Armen, im Intimbereich, die Beine jetzt mal ganz abgesehen davon, kann es sich eigentlich nur um einen rein ästhetischen Aspekt handeln, weil sie schwitzen ja weniger als Männer und machen es trotzdem häufiger. Kapisch? Aber die Natur hat Haare nun mal leider erfunden und hingesetzt an Stellen, wo man sie manchmal nicht haben möchte. Und da fragt man sich doch, was für eine Funktion haben die überhaupt? Ja, Haare haben tatsächlich einen Sinn und zwar vergrößern sie die Oberfläche an den Stellen, wo sie sitzen. Das heißt, der Schweiß kann sich besser von der Haut entfernen, sitzt nicht mehr direkt an der Haut und bleibt dann quasi in den Haaren. Und dadurch wird die Temperatur einfach auch mehr reguliert. Außerdem sind Körperhaare an manchen Stellen dazu gedacht, diese zu schützen vor Reibung und vor Parasiten. Ja, ich weiß, das klingt super widerlich, aber es ist leider so... Nehmen wir es so hin. Aber wenn wir nochmal zum Thema Trend zurückkehren, schon damals im mittelalterlichen Europa war es so, dass die Haare immer entweder gestutzt oder wegrasiert wurden, weil es damals schon als schön ging. Also diesen Trend gibt es jetzt nicht erst seit ein paar Jahren oder so, sondern das ist wirklich schon ein bisschen in der Menschheit verwurzelt, sagen wir es mal so. Also ja. Es gibt aber tatsächlich noch Kulturkreise, in denen es als besondere Art der hohen Geschlechtsreife gilt, wenn man seine Schamhaare wachsen lässt und sie öffentlich zeigt. Ja, also sie werden quasi zur Schau gestellt und anderen präsentiert, damit sie denen dann zeigen, hey, guck mal, ich hab da so einen Busch, ich kann dir Kinder zeugen. Lecker. Aber davon mal ganz abgesehen, Trend oder nicht, es ist eigentlich total egal. Wenn du dich so wohlfühlst, kannst du tragen, was du möchtest, ob du dir das nun alles wegmachen möchtest oder nicht. Ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, wenn du noch ein bisschen jünger bist, dich vorher schlau zu machen, was ist gut für die Haut, was ist nicht gut für die Haut, was verträgt sich, wo habe ich vielleicht Empfindlichkeiten, weil man kann sich damit auch böse verletzen, wenn man das nicht richtig macht. Also informiert euch auf jeden Fall vorher. Körperhygiene wird immer groß geschrieben heutzutage. Es ist egal, ob man jetzt behaart ist oder nicht. Jeder sollte sich waschen. Auch die Computer-Nerds da draußen. Ja. Ab und zu mal duschen ist vielleicht nicht schlecht. Und meine heutige Videofrage. Nein, ich möchte jetzt nicht wissen, bitte, ich möchte bitte nicht wissen, wie ihr das handhabt. Das ist jedem selber überlassen, das möchte ich nicht wissen. Ich würde gerne wissen, was ihr für ein nächstes Thema haben möchtet. Und zwar, das Thema, was ich jetzt angesprochen habe, kam auch von einem Zuschauer. Und ja, wie gesagt, also ich informiere mich gerne über Sachen, mache mich gerne schlau, recherchiere gerne. Und ja, schreibt es mir einfach in die Kommentare, ich gucke es mir an und werde es dann berücksichtigen. So, liebe Freunde, ich hoffe, ihr fandet das Video unterhaltsam und vielleicht auch ein bisschen informativ. Ich fand es auf jeden Fall interessant, auch mal zu wissen, dass Haare tatsächlich eine Funktion haben. Das hätte man ja nicht gedacht, oder? Also, ich hätte das jetzt nicht gedacht. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Ich weiß, in der letzten Zeit kamen ein paar weniger Videos von mir, beziehungsweise die Abstände zwischen den Videos haben sich langsam verlängert. Das hat einen Grund, und zwar habe ich in letzter Zeit privat ein paar Dinge einfach nachholen müssen, die einfach wichtiger waren. Da muss man für Leute einfach manchmal da sein. Und
Dann habe ich auch noch ein neues Schnittprogramm bekommen. Das ist auch nicht ganz so einfach. Ja, ich weiß, man weint nur rum vor der Kamera. Ich will euch das wenigstens erklären. Ihr sollt nicht denken, dass ich keine Lust mehr habe oder keine Ideen mehr habe oder sonst irgendwas. Ich habe Skripte geschrieben en masse. Es werden wieder Videos kommen. Gebt mir einfach ein bisschen Zeit, weil wenn ich ein Video hochstelle, möchte ich das auch ordentlich machen. Und es soll auch für euch lustig sein und den Anspruch, den ich habe, auch erfüllen. Ja, und dann befinden wir uns auch schon auf einer Endcard, die eigentlich keine Endcard ist, weil sie eigentlich nur so ein Abschlussvideo ist. Aber ich möchte trotzdem noch was loswerden. Und zwar, hier, da oben, da, wenn du da klickst, kannst du einmal zu meinem letzten Video gelangen. Das ist die Fotobooth Challenge, genau, oder Fotobooth Tag. Auf jeden Fall haben wir da mit Fotobooth ein bisschen rumexperimentiert. Da kannst du da klicken. Dann gehen wir zu dieser Ecke. Da kannst du draufklicken, um meinen Kanal direkt zu abonnieren. Das ist kostenlos und ich würde mich sehr darüber freuen. Und dann habe ich noch ein letztes Anliegen. Eine andere YouTuberin, ihr Name ist Nina, die hat mitgemacht bei einem Wettbewerb. Und zwar ist es, glaube ich, Beauty Blog Star 2014. Lass mich lügen, ich glaube, es hieß so, über Lancôme. Und ja, sie hätte nie gedacht, dass sie mal so weit kommt. Sie ist jetzt, glaube ich, unter den letzten 15 und man kann auf der Facebook-Seite für sie voten. Guckt ihr einfach mal ein paar Videos von ihr an und wenn ihr gefällt, was sie macht, weil ich möchte, dass so ein Video trotz der Sympathie, die ich für sie habe, auch noch ehrlich ist, dann geh auf ihr letztes Video, was sie gemacht hat und da wird genau erklärt, wie man dafür voten kann. Das ist über eine Facebook-Page, das ist auch kostenfrei und das dauert, glaube ich, nur 10 Sekunden, dann hat man da gewotet. Und ich persönlich würde mich sehr darüber freuen und ich weiß, dass Nina sich da auch sehr darüber freuen würde, weil sie setzt einfach ein Statement und ja, sie hat es einfach verdient und ja, da kommt ihr hin, wenn ihr zu meinen Lusten klickt. Also die drei Dinger da oben, am besten einfach alle einmal rundherum. Einmal da, einmal da, einmal da und dann bin ich glücklich. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!